Die Galaxis wird weiter vor Ihnen erzittern, wenn sie weiß, was gut für sie ist. Der Erbauer muss es. Du nervst. Rettungskapsel, Schiffsausgang, Intercom. Sternenkarte, Holoterminal. Wir gehen mal nach da hinten. Das sieht mir so ein bisschen vielversprechend. Aus. So. Hä? Hä? Damit kann ich schon mal gar nichts machen? Das ist total dämlich und sinnlos. Wo waren die fett? Da. Ich denke, im Moment sind wir sicher. Ja, das denke ich auch, aber... Hilfe? Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, ein Hit noch und ich bin tot. Nein, ich muss das nur noch 40 Sekunden aushalten. Bitte nicht. Nein! Au, meine Ohren. Hä? Wo geht das denn? Hä, und wo? Freunde, Gilde, Aktivitäten, Rumversteck, Missionen, Gefährten und Kontakte, Festung, Gefährten und Kontakte. Oh, ich hab einen neuen Begleiter. Oh, wow. Ja, den Roboter oder was? Ja, Level 1. Oh, wollte ich ja schon immer haben. Wo kannst du das kaufen für die Sachen? Unten im Raumhafen bei Drum und Cars. Ja genau, da bin ich. Kurz vorm Ausgang. Du weißt doch da, wo der Waff- und der Rüstungshändler ist. Nö. Nee. Ich habe hier noch nie was gekauft. Lauf einfach mal beim Ausgang da so, bevor du da rausgehst, musst du doch erst um so eine breite Säule rum. Ja. Renn da mal rum, dort gibt's einen Händler dann. Codex. Nee. Interface-Editor? Nee. Soll ich mal den Kundendienst anschreiben? Fragen, wo man das machen kann? Dinge einfügen, weil ich finde hier gerade selber nichts. Ah, Schraubenschiffsausrüstung. Ach so, wo du das Schiff ausrüsten kannst? Ja. Einfach C drücken. Und dann oben auf Raumschiff. Oh wow. Oh wow. Es sind ja doch mehr Slots hier. Warte mal, da fehlt... Ach nee, da ist es. Eins. Hätte ich mir noch mehr holen können. Energieschild. Raketen... Ich komm nochmal zurück. Nee, da war nur der Kack-Safe, den man bezahlen muss. Ach, da holen wir uns da noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Und alles bitte überspringen einmal, das wird sonst langweilig.
wird aber für heute die letzte Aufnahme bei mir sein. Jupp. Denn ich muss dann erstmal was futtern und dann will ich mich heute mal lang machen auf dem Sofa. Ja, ich hab da jetzt kann ich ja über den Laptop meine Videos auf YouTube und bei meinen Animes gucken. Muss ich nicht mehr hier auf dem Sofa liegen und das Handy die ganze Zeit in der Hand halten. Ich dachte, der wäre zum Arbeiten da. Ja, wenn ich ihn schon mal hab, dann kann ich wenigstens noch mal ein paar Videos drüber gucken. Ich weiß, kenne meine Kinder, die fragen mich auch, ob sie mit dem ins Kinderzimmer gehen dürfen, YouTube gucken. Und? Dürfen sie? Natürlich, solange sie keinen Scheiß machen. Ich muss nur noch versuchen, ein Heimnetzwerk zu erstellen, damit ich auch nachgucken kann, was sie genau machen. Spiele installieren, GTA zocken. Dafür, okay. Reicht der definitiv nicht aus, also... Schön wär, war eher ein Scherz. Ein besseres ganz Angebot ehrlich, findet schön wäre es, wenn er dafür ausreichen würde. Aber dem ist leider nicht so. Wieso, willst du das deine Kinder GTA zocken? Nee. Naja, kommt drauf an, ich werde die wohl GTA San Andreas spielen lassen. Energieschild brauche ich noch. Womit kann ich dienen? Übrigens, Nico hat zurückgeschrieben, der hat außer ein bisschen Kupfer nichts Wertvolles im Inventar, was bedeutet, wir können einfach weitermachen. Energieschild. Wieso kann ich das nicht? Erfordert Stufe 28. Ein verficktes Level fehlt mir noch! 28 bist du? Oder was ich gesagt? 27, ja, und ab 28 kriege ich Energieschild dritten Grades. Dann bitte bist du 27 geworden, ach du Scheiße. Vorhin, wo ich das Raumschiff betreten habe? Ich bin 25. Ja. Ist doch nicht schlimm. Proton-Torpedos, nein. Was ist das? Elektronische Kriegsführungskapsel. Strahlengenerator. Ach, hab ich schon. Strahlenlader, der ist dort. Ja, jetzt habe ich noch allgemein 4 Slots frei, weil es die Teile kommen. Hier nicht gibt. Wow. Versuchen wir nochmal eine Raumschlacht zu gewinnen. Ich habe Kinder zu ernähren. Eine habe ich schon gewonnen. Angeber. Aber es war auch die leichteste. Und bei der zweiten hätte ich nur noch ich wahrscheinlich doch, ja, 20 Sekunden überleben müssen. Warte. Offizier! Hä? Zeigt unserem Freund hier etwas von der Gastfreundschaft auf Drom und Kars. LOL! Ich bin im Sith-Hangar und hier wurde gerade vom anderen Hangar gequatscht. Was eine Logik. Ja, aber komm nur, ohne meine Info wegen Raumschiffteile und würdest du jetzt die ganze Zeit ablosen. Kannst du sagen, was du willst? Ohne meine Info hättest du nicht gefunden, wo man die ausrüstet. Irgendwann hätte ich das gefunden und wenn, dann hätte ich Google gefragt. Na guck, ich hätte ja auch Google fragen können, wo ich die bekomme. Hättest du mal gemacht? War ja nicht so lange, wenn du es mir sagst. Oh Gott. Ah, da ist der Druide, also geht's hier weiter zum Sitzplatz. Genau. Jabim Escort. Schließt Mission Kartell Hochposten ab. Netz, Blöbdi, Sigshow, Flotten. Sturmangriff. Ne, wir machen das mit der Flottendings erste Mal. Da gibt's nur eine Auszeichnung, aber egal. Hallo? Das war das da. Stopp, nee, das hat man schon. Ich will was anderes testen. Das da. Sieht aus, als ob ich nur abschießen muss. Hey, wann musst du bei einer Raumschlacht mal nicht nur abschießen?
Soweit ich weiß, gibt es noch irgendwie eine Mission, wo du ja, schützen musst. Ach so, ja, das war die leichteste, die ich da am Anfang gemacht habe. Oh, 60 Stück muss ich klatschen davon, okay. Krieg ich hin? Ich hab schon 6. Mein Schiff hält deutlich mehr aus. Die Sirenen hat es gezeigt. Minute hast du ich gesagt. Ich bin an dem fucking Meteoriten hängen geblieben. Ich darf nicht so laut sein, sonst kommt mein Nachbar wieder rüber. Ehrlich gesagt, das muss man auch aber erstmal schaffen. Ey, wisst ihr, wie eng die aneinander fliegen? Du musst da so durch manövrieren, das ist ja. Aber gleich nochmal. Ne, das war die nicht. Das war die da oben. Los. Ich muss ja nur 60 Raumschiffe zerstören und so einen riesen Brocken ausweichen. Alter, ey. Ich versuche die mal abzuschießen. Vielleicht kann man die kaputt machen. Also ganz ehrlich, mit dem Schildgenerator ist das ja absolut leicht. Denen hat es gezeigt. Hab noch nicht mal ein Leben verloren. Na dann fliegt man ins Asteroidenfeld und macht da die Mission. Da bringt dir den Schildgenerator auch nicht wirklich was. Ich mach den nach ihrem Level. Alle in der richtigen Reihenfolge. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Vorbei. Oh. Und da bin ich wieder hängen geblieben. Also Zusammenstoß, ne? Der zieht ordentlich was ab. Mit dem Meteoriten? Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil da bringt ja jeder Schild nichts. Aber ich bin bis jetzt erst einmal durch. Da durch? Oh nein. Das ist Selbstmord. Oh nein. Oh nein. Das vergisst niemand so schnell. Zerstörer greift an. Scheiße, bei dem Zerstörer bringen aber auch die Schilde nicht wirklich was. Ja, gut, das ist aber auch noch eine andere Waffenklasse. Und jetzt geht's wieder ins Meteoritenfeld. Ey, leck mich doch. Oh
damit steuerst du eigentlich Maus oder? Also, ja, alles. Ja, kann ich auch. Das tut weh. Ich muss noch 7 Geschütze zerstören von so einem Bomber. Das macht eigentlich richtig viel Spaß. Konzentriert euch! Ja! 11 Sekunden noch, alles erledigt! Nice! Und mein Raumschiff qualmt ohne Ende. Ich glaube, ich mach. Sind das so blaue Kometen gewesen? Nee. Richtig so eine steinfarbene. Ja, gut, ich hab so Eis-Asteroiden, so eine Quest. Holy Macaroni! Aber man kriegt gut XP durchs Abschießen. Und ich habe schon wieder so ein Bauteil gekriegt. Strahl, zweiten Grad, das willst du mich verarschen? Ich habe den auch im dritten Grad. Ja. Gut, das muss man zum Glück nicht reparieren, das Raumschiff. Ja, komm, wir machen das hier. Huh. Da geht's los. Wie ich einfach schon mal instant Schaden gekriegt habe, weil einfach dieses republikanische Schiff vor mir gespawnt ist, wo es eigentlich hätte schon lange da sein müssen. Auf jeden Fall besser voran hier. Hervorragender Schuss. Ja, Raketen zerstöre die Hangars.
immer wiedersehen. Ganz ehrlich, ohne einen Schildgenerator wäre ich so schnell down. Jawohl, erwischt! Ah, perfekt, auch abgeschlossen. So, jetzt muss ich noch ein paar kleine Kleider zerstören und dann hat sie die auch fertig. Okay, die beiden mache ich garantiert noch nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich brauche Platz. Noch 11 so eine kleinen Fliegedinger und ich habe keine Raketen mehr, lol. Ja! Da haben wir jetzt Ruhe! Wo sind die Zipfel? Wo hin? Ich glaube, du musst nicht nach Balmora. Balmora und Narsha, da muss ich. Ach doch, okay. Aber ich bin auch nicht so weit. Ich mache jetzt erst einmal noch die Raumschiff-Dinger. Ja klar, jetzt würdest du die 28er machen. Ich bin Level 27, na klar. Was heißt 28er? Ich mache gerade sowieso irgendeine hier. Scheiße, ich hab das Level der Dinger? Nö. Was für sonst bei allen, aber ihr nicht, oder wie? Ja, nö. Na komm, die 30 Sekunden schaffen wir auch noch. Wirklich beeindruckend. Drei, zwei, eins. Easy! Schaffe ich ja doch, eine schaffe ich noch. Oh, Satan. Annehmen, so. Das Stufe 28er Ding, das hatte ich ja vorhin schon gemacht. Da hat mir auch nicht mehr viel gefehlt. Okay, ich dachte, dass das wirklich die Empfehlung des Levels sind. Ja, was bringt denn dir das mit Stufe 28? Du bist auf mittlerer Ausrüstung bei deinem Schiff. Du hast ja jetzt schon eine richtig gute Ausrüstung. Aber die letzten drei Raumschiffschlachten mache ich in der nächsten Folge.